Hallo, Ivy, du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Oh, um Himmels Willen. Yo, servus Leute, ich bin's, hey, euer Chris, ja, und wir starten jetzt mit einem neuen Part Batman. Und hier geht's jetzt richtig zur Sache. Falls ihr den Sound hinten hört, das ja, Live-Kommentieren ohne Sound finde ich ein bisschen schlecht. Deswegen lasse ich das in dem Hintergrund einfach laufen. Eine Milliarde von Mikroorganismen wird in dein Blut eindringen. Sporen werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde. Ja, und jetzt kommt die nächste Welle, so wie es ausschaut. Was ist das, Feuermelder? Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Sporen werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Boom. Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren. Boom. Nächste K.O. zerstören werden. Sind wir jetzt fertig, Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest, sind wir so, noch nicht fertig. So, machen wir den nächsten. Da oben steht sie, sie die kleine Schuhe. Ivy. Das muss ich ihr lassen. Aber das ist noch keine Ge... Oh. Glaubst du wirklich, Frau? Dass du Mutter Natur besiegen kannst? Jetzt machen wir die Super-Kombo. Doch nicht. Oh krass, das Scheißding schießt mich ab. Boom. Okay, oh, der letzte ist K.O. gegangen. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Ja. Ja, Catwoman ist gefangen, Batman ist gefangen. Wie geht's jetzt weiter? Ah, mit Batman. Titten. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst. Aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Okay, das ist krank. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran. Doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu legen. Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. Ja, okay, dann wissen wir jetzt, wo der Spielinhalt ist. Wir müssen das Gegenmittel finden.
Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wett ich. Ja, super. Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. So, dann gehen wir mal zu Mr. Freeze. Ja, und jetzt haben wir hier unseren schönen, unser schönes Radar. Ich habe jetzt auch keinen Bock, da irgendwie gegen die Gegner zu kämpfen. Wir suchen jetzt erstmal Mr. Freeze. Hier muss es zu Freeze Labor gehen. Ich bewege mich definitiv auf die kälteste Stelle zu. Dass ich da nicht schon früher dran gedacht habe. Ein direkter Draht zu meinem besten Freund auf der ganzen Welt. Stell dir das vor. Ich kann immer anrufen, wenn mir langweilig ist. Ich glaube, unsere Freundschaft erreicht eine neue Ebene. Wer weiß, vielleicht so, schreiben wir uns schon bald E-Mails. Oder verabreden uns zu romantischen Essen bei Kerzenschein. Ah, hier unten ist ein Riddler-Rätsel. Hier drüben, Batman! Scheiße. Ja, ich komme ja gleich und helfe dir. Lass mich erstmal eine scheiß Riddler-Rätsel lösen. So, wer braucht die Hilfe? Irgendeiner ruft doch mich. Wir müssen wahrscheinlich warten, bis es kümmert jetzt. Ich glaube, das war ein Fehler. Die sind alle bewaffnet wahrscheinlich. Das alte GCPD-Gebäude? Freeze hat vermutlich eins der forensischen Labore umfunktioniert. Ich muss da rein. Hier drüben kämpft jemand! So, zerlegen wir euch mal.
werden dir wehtun, Batman! Die halten aber ganz schön viel aus. So, gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Bei Mr. Freeze. Überrascht mich zu sehen, Batman? Ein bisschen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, hingst du an meiner Motorhaube. Du wusstest, dass es mich nicht töten würde. Das hatte ich auch nicht vor. Ich habe keine Lust zu kämpfen. Was machst du hier? Dr. Youngs Titanformel. Der Pajasso hat ein paar von Arkham Island runterschaffen können, bevor du ihn gestoppt hast. Wie viele hat Joker denn noch von der Insel bringen lassen? Zu viele. Deshalb bin ich hier. Ich lass nicht zu, dass der Basura diese Stadt Titan missbraucht. Dr. Young hat es mit meiner Hilfe erschaffen. Es ist meine Aufgabe, die Überreste zu zerstören. Ich helfe dir, aber nur damit du es weißt. Wenn du irgendwelche Tricks versuchst, gibt es Ärger. Wir finden Titanbehälter und zerstören sie. Abgemacht? Natürlich. Jeder Behälter hat einen Funksender eingebaut. In der Stadt hier gab es insgesamt 12 Behälter. Jeder von uns nimmt 6... Und wir treffen uns hier. Jeder 6? Schön. Heute ist kein guter Tag, um mich anzulügen, Bane. Denk daran. Ja, im letzten Teil noch gekämpft gegeneinander und jetzt sind wir schon Verbündete, kann man so sagen. Wohin jetzt? So, wir machen jetzt aber erstmal, wir gehen jetzt erstmal zu Dr. Freeze. Ich finde dich. Hörst du mich? Ich finde dich. Ja, also wir müssen jetzt hier rüber, definitiv. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier rein? Ich pass hier auf! Gedacht, dass du ein bisschen kämpferischer bist. Hab mich wohl geirrt. Schaust du scheiße aus. La 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 la. Wir wollen Batman spielen. Zum Glück kotzt mich die Ladezeiten ja überhaupt nicht an.
Holz darf ich wieder hier rüber. Ja. Ich pass hier auf. Ich bin sicher, dass es von da kam. Wenn ich noch einen Batarang werfe, verrate ich meine Position. Da lang! Er ist da lang! Er hat irgendeine Art von Rauch benutzt. Ich habe diese Seite gesichert! Ziel markiert. Ich wiederhole, wir konnten Batman lokalisieren. Wo steckst du? Na, kommt her, Leute. Drei Stück. Ich erledige dich schnell. Komm. Putz, 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 putz. Komm her, na komm. Na komm, Kleiner. Hast du ihn gefunden? Gefangene von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ihnen sämtliche Grundrechte entzogen. Ohne sie ist Gotham ein sicherer Ort. Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes Überleben verantwortlich. So, jetzt müssen wir da irgendwie rein. Ich glaube hier. Oder? Nee, da täusche ich mich. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Also Mr. Freeze ist definitiv hier drin. Aber wie komme ich da jetzt rein? Ah, ganz easy. Easy going. Ich sollte das Funkgerät nehmen. Damit kann ich Pinguins Funksprüche abhören. Das fällt dir aber früh ein. Ohne Funkgerät kann ich nicht weg. Hallo, Batman. Kennst du meine Stimme noch? Victor Zsasz. Höchstpersönlich. Freut mich, dass du dich erinnerst. Ich werde dich nie vergessen.
Ich habe mir ein ganz besonderes Spiel ausgedacht, Batman. Nur für dich. Klingeling. Klingeling. Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zu Batman. Die Außenmauer ist... Wenn ich dieses Funkgerät hacke, kann ich sämtliche Funksprüche von Pinguin abhören. Jetzt habe ich auf einmal diesen scheiß DNA-Analysator. So. Das war Teil 1 mit Mr. Freeze.